Guten Morgen auch nochmal von mir. Es gibt einen, oder ich möchte ein bisschen was erzählen, wie man gute Extensions von schlechten Extensions trennen oder unterscheiden kann. Einer der Hauptvorteile von Joomla ist ja bekanntermaßen die Erweiterbarkeit und es gibt ja viele tausend Erweiterungen für Joomla und manchmal holt man sich nicht nur tolle neue Funktionen in Joomla rein, sondern auch Dinge, die man nicht haben möchte, Sicherheitslücken und so weiter. Und darum geht es ein bisschen. Es ist nicht ganz einfach, aber wir gucken mal. Kurz über mich. Ich bin seit 2003 in der Webentwicklung, seit 2004 mit Mambo und Joomla beschäftigt und ja, entwickle eigentlich so Spezialsachen für Joomla und E-Commerce-Sachen. So, das zur Werbung. Was heißt eigentlich gut oder schlecht für eine Extension? Das kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Was für den einen gut ist, kann für den anderen verhängnisvoll sein und umgekehrt. Wenn man eine kleine Vereinsseite betreibt, hat man ganz andere Ansprüche an eine Extension, als wenn man jetzt eine große Publikumsseite oder eine E-Commerce-Seite betreibt. Da können kleine Lücken oder kleine Fehler in einer Extension richtig die Seite in die Knie zwingen, sei es Performance, sei es Sicherheitslücken. Deswegen muss man sich erstmal überhaupt im Klaren sein, was für eine Art von Webseite betreibe ich, wie der Umfang der Seite ist, wie viel Traffic erwarte ich und so weiter und natürlich welche Zielgruppe ich habe. Wenn man eine technische Zielgruppe hat, die probieren gerne eher mal was aus und hören mal von der Sicherheitslücke bei Joomla und probieren es dann auch gerne aus und das kann dann schon mal ein bisschen peinlich werden. Deswegen sollte man sich im Prinzip im Vorhinein klar sein, was erwarte ich von meiner Seite und nicht nur, was erwarte ich die zwei Tage nach dem Launch, sondern auch in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht. Man möchte ja nicht alle halbe Jahr seine Seite neu aufsetzen oder relaunchen. Gut oder schlecht ist teilweise Ansichtssache, aber unsichere Extensions sind natürlich grundsätzlich schlecht. Also da gibt es auch eigentlich keine Kompromisse, weil man muss davon ausgehen, dass jede Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Und wenn man mal in seine Serverlogs guckt, da wird man sich wundern, was da für Aufrufe auf seiner Webseite sind, die mit Extension-Namen sind oder auch viele WordPress-Aufrufe und so weiter und so fort, die in den Logfiles sind. Das sind einfach Skripte, die durchs Internet laufen und versuchen, einfach bekannte Sicherheitslücken auf Websites zu finden und dann eben auch auszunutzen. Und wenn irgendeine Sicherheitslücke in irgendeiner Extension bekannt wird, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass die von diesen sogenannten Script-Kiddies dann eben auch in diese Bots mit aufgenommen werden und dann eben auch ausgenutzt werden. Also es ist nicht so. Die meisten Angriffe sind ja keine gezielten Angriffe auf die eigene Website, weil man viele sagen ja, wer interessiert sich schon für meine Website? Das ist eben nicht so. Die Skripts, die nach diesen Sicherheitslücken suchen, die interessieren sich nicht für eine bestimmte Webseite, die interessieren sich dafür, einfach eine Lücke auszunutzen und dann Spam oder was auch immer über die Webseite zu verschicken und oder eben andere schlimme Sachen zu machen. Unsichere Extensions sollte man auf keinen Fall installieren, das ist völlig klar. Wenn eine Extension wenn man im Nachhinein herausfindet, dass eine Extension unsicher ist, sollte man sie nicht nur deaktivieren in Joomla oder den Menüpunkt rausnehmen oder sowas und denken, alles klar, jetzt bin ich sicher, sondern man sollte sie komplett entfernen, auch per FTP nochmal nachgucken, ob wirklich alles weg ist. Weil, wie gesagt, diese Skripts gehen direkt auf die Dateien teilweise drauf und nicht nur auf die Menüpunkte sozusagen. Warum gibt es überhaupt schlechte Extensions? Das ist eigentlich ein grundsätzliches Problem, nicht nur von Joomla, auch von WordPress, also von allen weit verbreiteten Systemen, die eben viele Leute nutzen und die dann eben auch mal denken, oh ja, mit PHP kann ich ja leicht anfangen zu programmieren und einfach. Beim Programmieren ist es so, mit Erfahrung wird man besser, klar, und zu Anfang macht man viele Fehler. Und das ist eben eins dieser Probleme. Mit PHP kann man ziemlich einfach anfangen zu programmieren und man kann relativ einfach Joomla Extensions programmieren und baut dann verhängnisvolle Fehler ein, die dann wirklich andere Seiten, die Extension dann nutzen, in die Knie zwingen.
So, auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren, aber in anderen Umgebungen, in anderen ja, Datenbankgrößen und so weiter, knallt es dann eben mal. Und wie betrifft das Joomla? Ja, das ist immer das Problem. Gerade gestern gab es wieder eine Diskussion in einem bekannten Computerforum hier, Forum oder Newsletter, Newsbereich bei Heise. Ja, Joomla feiert nicht nur 10. Geburtstag, sondern auch die 10.000. Sicherheitslücke. Was natürlich völliger Quatsch ist, Joomla hat keine 10.000 Sicherheitslücken. Es gibt aber tausende von Extensions Sicherheitslücken, die gemeldet sind. Und wenn man in diesen Exploit-Datenbanken guckt, findet man tatsächlich tausende von Einträgen unter dem Suchbegriff Joomla. Aber in der Regel sind das Extensions und nicht Joomla selber. Und das ist eben ein Problem von Joomla. Alle Welt sagt, Joomla ist gehackt. So, dass das eben über eine Extension kam, interessiert erst nun mal in zweiter Linie. Und deswegen ist das eben tatsächlich ein Problem von Joomla, dass es eben ziemlich viele ja, minder gute Extensions gibt, die dadurch auch den Ruf von Joomla ein bisschen runterziehen. Joomla an sich, wissen wir alle, ist grundsätzlich ziemlich sicher. Jede Software hat irgendwo mal eine Lücke, aber wirklich schlimme Exploits gab es bei Joomla eigentlich länger nicht mehr. Gut, aber wenn wir jetzt an die eigene Extension gehen wollen, also gucken wollen, ob wir was wir brauchen, was wir einsetzen wollen auf unserer Seite, macht es Sinn, sich tatsächlich erstmal Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich? Wie ist der Funktionsumfang, den ich haben möchte? Welche Priorität hat die Extension auf der Website? Ist es ein Modul, was irgendwie nur, keine Ahnung, einen Banner anzeigen soll, was ich auch jederzeit wieder runternehmen kann? Oder ist es tatsächlich eine zentrale Komponente wie ein E-Commerce-System oder wie ein Forum oder was auch immer, was ich auf der Internetseite anbieten möchte? Sind natürlich ganz andere Ansprüche als für ein kleines Modul. Und auch bei den verschiedenen Erweiterungstypen von Joomla muss man bedenken, Module sind so die am unkritischsten sind eigentlich, weil die kann ich relativ einfach entfernen und habe eigentlich kein großes Problem, es ist einfach der Platz dann leer oder wird nicht angezeigt. Plugins können relativ tief in Joomla eingreifen, das heißt, die können auch Dinge machen, die von vielen verschiedenen Seiten der Webseite benötigt werden. Wenn ich die deaktiviere, dann kann schon eine ganze Reihe von Dingen auf der Seite nicht mehr funktionieren. Und eine Komponente ist klar, dann steht einfach die Funktionalität dieser Komponente nicht mehr zur Verfügung. So, da muss man sich so ein bisschen im Klaren drüber sein, was will ich? Und da ist dann auch so ein bisschen die Gewichtung letztendlich der Überprüfung auch von abhängig. Wie gesagt, bei einer Extension wie einem Shop-System gehe ich natürlich ganz anders ran. Da habe ich auch ganz andere Anforderungen an den Funktionsumfang und so weiter. Das ist dann eine zentrale Aufgabe meiner Website. Da würde ich sehr viel tiefer recherchieren, sehr viel tiefer gucken, was denn tatsächlich benötigt wird. Die erste Anlaufstelle für die meisten ist sicherlich das Joomla Extensions Directory. Das ist neu gemacht worden im letzten Jahr, hat eine relativ lange Geschichte, hat seine Vor- und Nachteile, die Suche ist teilweise ein bisschen tricky, die Bewertungen sind teilweise auch mit Vorsicht zu genießen, aber nichtsdestotrotz findet man dort einen relativ guten Überblick über die verfügbaren Extensions und auch ja, wie das Nutzerverhalten ist, wie viele Bewertungen es gibt, auch man findet auch mal die Informationen, wann zuletzt abgedatet wurde. Das ist auch mal eine ganz gute Info. Wenn da jetzt steht, Last Update 2013 irgendwie, dann spricht das nicht dafür, dass diese Erweiterung ständig gepflegt wird, was ja auch nicht unbedingt sein muss, aber trotzdem sind alles so Punkte, die sich nachher zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Man findet Informationen zu den Entwicklern, sieht, ob er noch mehr Extensions hat im Extensions Directory. Ist auch einer der Punkte, die sich nachher wieder zusammenfügen. Jemand, der viele Extensions hat, die auch dann auch noch womöglich alle relativ gut bewertet sind, da kann man eigentlich von ausgehen, dass der weiß, was er tut und Erfahrung hat, für Joomla zu programmieren. Wie gesagt, das
andere muss nicht immer alles zwingend schlecht sein, aber es, wie gesagt, fügt sich dann zu einem Bild zusammen. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die eben tatsächlich einfach nur eine Sache freigegeben haben oder eine Extension freigegeben haben, weil sich das so ergeben hat. Die muss nicht deswegen schlechter sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ohne in den Programmcode, was wir nachher noch machen oder wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, sich ein Bild verschaffen will, sind das eben so Fakten, die sich dann zusammenfügen. Bei den Bewertungen im Extensions Directory muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen, es ist jetzt besser geworden im Vergleich zur letzten Version des Extension Directories. Es gibt jetzt mehrere Bereiche, die man bewerten kann, aber die Summe sozusagen der Bewertung, der Algorithmus, wie das berechnet wird, steht ziemlich in der Kritik, weil neue Extensions, die, sag ich mal, schnell ein paar gute Bewertungen haben, ranken plötzlich über altbekannten Extensions, die über Jahre hinweg gute Bewertungen haben. Da muss man selber einfach wirklich mal durchgehen und gucken und sich ein Bild machen und letztendlich eben, wie gesagt, deswegen seine eigenen Anforderungen auch vorab kennen, um dann, wenn man die Bewertungen liest, zu sagen, okay, das interessiert mich gar nicht, ist für mich gar keine Anforderung, wenn da irgendwo mal eine negative Erwähnung ist. Ja, man kann natürlich dann auch von den Informationen zu den Entwicklern auf die Internetseiten der Entwickler gehen und da sich natürlich auch nochmal ein Bild verschaffen. Was nicht unbedingt ein Kriterium für eine gute oder schlechte Extension ist, ist, wie die Internetseite aussieht. Also gute Entwickler sind meistens beschissene Designer. Oder findet irgendjemand die Akiba-Webseite hübsch? Also von daher, das muss nicht unbedingt ein Kriterium sein. Also aber wie gesagt, man findet dann oftmals ein Forum und sieht, wie dort geantwortet wird, wie aktiv das ist. Aber eine Frage dazu, die Extensions, die dort eingestellt werden, werden die auch geprüft von irgendjemandem? Nein. Also die Frage war, ob die Extensions im Joomla Extensions Directory geprüft werden. Es gibt keine Qualitätskontrolle, wie auch immer, im Extensions Directory. Es gibt gewisse Standardkontrollen. Also erstmal, die Lizenz ist ein Kriterium, also GPL. Dann gibt es ein paar Regeln, ein paar technische Sachen. Also es muss in jedem Verzeichnis ein Index-HTML liegen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber ist nicht mehr. Gut, war eine Zeit lang so. So ein paar ganz grundsätzliche Sachen, die geprüft werden. Aber es wird nicht abgeprüft, ob da in der Extension jetzt ein Bug ist, ob da, was weiß ich was, eine ID direkt über einen Request abgefragt wird und in Query gepackt wird und dadurch angreifbar ist. Solche Sachen werden nicht abgefragt. Was allerdings ist, das wäre dann die nächste Seite, es gibt eine Vulnerable Extension List bei Joomla. Da werden angreifbare Extensions gemeldet, Sicherheitslücken in Extensions gemeldet und die werden dann auch für die Zeit, wo diese Lücke besteht, werden die aus dem Extensions Directory unpublished sozusagen, werden sie rausgenommen. Und das ist eben auch eine wichtige Sache, diese Seite sollte man sich auch mal angucken. Es ist nicht zwingend ein Ausschluss oder ein Malus für eine Extension auf dieser Liste zu erscheinen, weil shit happens, also Fehler können passieren, das muss gar nicht schlimm sein, wenn eine Extension auf dieser Liste erscheint. Wenn sie 20 Mal drauf ist, würde ich mir schon Gedanken machen, aber was viel wichtiger ist, ist, wenn sie auf dieser Liste erscheint, wie schnell wurde diese Lücke behoben? Wenn jetzt da steht, 7. März 2015 ist der Eintrag gemacht worden auf der Liste und am 9. März gab es ein Update, dann wäre ich völlig zufrieden, würde ich denken, alles klar, super, da ist was passiert, kann mal passieren, aber es ist sofort reagiert worden, ein Update ist rausgekommen. Wenn es ein halbes Jahr später kommt, dann wäre es für mich tatsächlich ein Malus. Das geht nicht für eine Extension, von der meine Seite abhängt, mit einer Sicherheitslücke ein halbes Jahr zu warten, bis dann ein Update kommt. Und das ist eben auch einer der wichtigsten Punkte bei der Vulnerable Extension List von Joomla. Die ist nicht besonders schön, muss man sagen, aber wie gesagt, man kann suchen, man kann sich das auflisten. Die gehen auch in der Historie relativ weit zurück.
noch am Rande die Info, man kann eine E-Mail-Subscription machen, dass man per E-Mail über Neueinträge auf der Liste informiert wird. Wer viel mit Joomla macht, hat das sicherlich schon oder sollte es auf jeden Fall machen. Dann bekommt man Infos darüber. Ja? Ja, also es gibt verschiedene Kanäle dass die Einträge auch getwittert werden. Also es gibt verschiedene Kanäle, über die man das bekommt. Es gibt auch noch andere Exploit-Databases, die, wie gesagt, je ernsthafter und je intensiver man sich mit Webentwicklung für Joomla und so weiter beschäftigt, wird man diese Sachen eben auch nutzen. Es gibt andere Exploit-Databases, wo man sich auch über RSS oder über Newsletter oder sowas eben subscriben kann, wo eben auch Einträge erfolgen. Also wenn man viele Seiten macht oder viele Seiten betreibt, dann sollte man möglichst alle Informationen nutzen, die über Sicherheitslücken kommen, weil leider die Hacker auch schnell sind. Das heißt also, wenn so eine Sicherheitslücke bekannt wird, wird sie auch möglichst sofort ausgenutzt, weil jeder natürlich weiß, in einem gewissen Zeitraum werden die Seiten abgedatet und dann nutzt der Exploit nichts mehr. Von daher ist die schnelle Information da natürlich wichtig. Gut, aber wie gesagt, das sind so die beiden Hauptanlaufpunkte, denke ich mal, bei Joomla, bei der offiziellen Joomla-Seite, die die meisten nutzen werden, um sich über Extensions zu informieren. Dann gibt es natürlich noch das Forum, wo über Extensions gesprochen wird und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte, die beiden Hauptanlaufpunkte für Joomla Extensions auf der offiziellen Joomla-Seite. Wenn man jetzt seine Extension gefunden hat, die das tut oder angeblich tun soll, was man gerne möchte, dann sollte man realitätsnah testen. Auch da natürlich wiederum abhängig von der Seite, die man betreibt. Ich will den Vereinswebsites nicht zu nahe treten, aber ich sag mal so, da ist es nicht so wild, wenn die Seite mal 2 Tage offline ist. Beim Online-Shop ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Oder bei einer Firmenwebsite ist es natürlich ein schlechtes Image, wenn so eine Seite offline ist. Deswegen macht es Sinn, sich eine Kopie seiner eigenen Webseite zu machen, möglichst auch mit dem Datenumfang, wo man die Sachen erstmal installiert und guckt, was passiert überhaupt, wenn ich die Extension installiere. Und auch dann, je nachdem, wie groß die Seite ist, intensiv testen, verschiedene Konstellationen testen, also nicht nur einmal den Menüpunkt aufrufen, alles klar, sieht gut aus, sondern wirklich in verschiedenen Konstellationen testen, unterschiedliche Daten testen, mit verschiedenen Usern testen. Oftmals passiert was ganz anderes, wenn ich nicht eingeloggt bin oder wenn ich jetzt registrierter User drauf bin oder als Administrator. Das sind viele Dinge, die eben da zusammenkommen können. Deswegen möglichst alle möglichen Konstellationen und auch möglichst vielleicht mit mehreren Leuten testen, ob das alles das tut, was es soll. Das sind bis jetzt ja eigentlich hauptsächlich so die funktionalen Dinge, die man erwartet von einer Extension. Tut sie wirklich das, was sie soll? Das ist eigentlich erstmal relativ unkritisch. Wenn sie nicht das tut, was sie soll, dann muss man sich eben was anderes suchen. Aber wenn sie das tut, was sie soll, dann muss man eben auch gucken, verhält sie sich so, wie sie soll. Erster Einstieg ist dann, wenn man getestet hat, einfach mal die Logfiles von dem Server gucken. Sind da Warnings drin? Sind da Fehlermeldungen drin von der Extension? Das ist ein bisschen technisch, aber allein schon, wenn da eine ganze Reihe drinsteht, also man kann die Logfiles zum Beispiel leeren, ruft eine Seite eben mit der Extension auf, guckt wieder in die Logfiles, wenn da 500 Zeilen drinstehen mit allen möglichen Warnungen und Meldungen, ist das schon nicht so ganz toll. Muss auch wiederum nicht kein Ausschlusskriterium sein. In manchen PHPs oder in manchen Servern sind die Log-Einstellungen auch unterschiedlich. Das heißt, in manchen kommen werden gar keine Warnings angezeigt. Aber wie gesagt, also es sind alles so Hinweise, die man bekommt, ist das alles sauber programmiert oder nicht. Was für größere Publikumswebsites natürlich wichtig ist, Traffic zu simulieren. Da gibt es verschiedene Systeme, die einfach die Seite mit Requests beschießen. Will ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen, aber wenn man so eine große Seite hat, sollte man tatsächlich das auch mal mit der Extension ausprobieren.
Kleines Beispiel, ich habe meinen Online-Shop gemacht für einen Kunden, der hat dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr später hat er sich ein Modul installiert, fand er ganz toll, so ein Virtual Map-Modul, was irgendwie ein paar Top-10-Artikel oder sowas anzeigte, und plötzlich ging die Seite volles Rohr in die Knie. Also wenn zwei Leute auf der Seite waren, ging nichts mehr und er war völlig aufgelöst und wusste nicht warum. Da habe ich mir die Extension angeguckt und habe gesagt, ja, tolle Sache. Der Kunde hatte, glaube ich, 70.000, 80.000 Artikel in seinem Shop. Die Extension hat Select Sternchen from Products gemacht, ohne Einschränkung, hat dann diese 70.000 Artikel quasi in den Speicher geladen und ist dann durchgegangen und hat geguckt, welche Artikel passen denn zu dem, was ich hier ausgeben will. Das ist natürlich scheiße. Das kann man, das, wie gesagt, fällt in einem Shop mit 10 Produkten, fällt das gar nicht auf. Deswegen sage ich, man muss eben realitätsnah testen. Bringt nichts, wenn ich einen Shop mit 60.000 Produkten habe und ich teste mit 5 Produkten, dann wäre das gar nicht aufgefallen. So. Und das sind so Dinge, der die Extension programmiert hat, hat wahrscheinlich nur einen kleinen Shop gehabt, hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, wird auch nie Speicherprobleme damit bekommen, aber wenn man eben zigtausend Artikel hat, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und von daher, wie gesagt, der Tipp eben realitätsnah testen. Ja, Diggen deeper, also ein bisschen tiefer reingehen ans Eingemachte. Das waren ja alles bis jetzt Sachen, die man so von außen sieht. Wenn man der Administration sich dann das ein bisschen anguckt, benutzt die Extension die normale Joomla-Update-Funktion, sprich, werde ich in der Administration darauf hingewiesen, dass ein Update zur Verfügung steht. Sonst bekomme ich das als normaler Anwender ja womöglich gar nicht mit, dass meine Extension abgedatet wurde und eventuell sicherheitsrelevante Sachen gefixt wurden. Das heißt, das ist also auch schon mal ein wichtiges Feature, dass die Standard-Joomla-Update-Funktion benutzt wird. Habe ich ein sauberes Admin-Interface, werden da alle möglichen Sachen umgebogen und so weiter. Das sind, wie gesagt, muss alles nicht schlimm sein, aber sind so Dinge, das kann dann auch mal beim nächsten Joomla-Update zerhauen. Ne? Wenn ich bestimmte Sachen umbiege von Joomla, um irgendwie, keine Ahnung, ein paar nette Icons irgendwie in meinem Admin-Interface unterzubringen, besser ist, sich an die Joomla-Standards zu halten dabei. Dann sollte man sich einfach mal auch in der Testphase oder womöglich dann auch in der Live-Phase einfach mal seinen HTML-Code vom Frontend angucken. Es gibt eine Reihe von Extensions, die versteckt Backlinks und einfach Werbung sozusagen in die Seite einbetten. Das ist teilweise akzeptabel, aber eben eigentlich ein No-Go, sollte man eigentlich nicht machen. Dafür gibt es oftmals dann die freien und professionellen Versionen oder kommerziellen Versionen, dann ist das eine offene Sache. Klar, wenn ich die freie Version nehme und dann ist ein Backlink da, dann lasse ich mich darauf ein und wenn ich ihn nicht haben will, dann zahle ich eben meine Subscription. Das sollte man aber tatsächlich kontrollieren oder mal nachgucken, weil viele machen das auch tatsächlich unangekündigt. Das ist aber auch, soweit ich weiß, ein Ausschlusskriterium im Extension Directory. Ne? Wenn sowas bekannt wird, fliegt er auch aus dem Extension Directory. Ja, was eben schon angesprochen, Foren, man kann sich natürlich auch auf anderen Wegen informieren, man kann mal im Forum fragen oder man guckt sich das Forum des Extension-Anbieters an, also wenn ich zum Beispiel eine Sache wie VirtualMart oder andere große Extensions angucke, die haben große Foren mit tausenden von Einträgen, da kann man auch sehen, wie aktiv ist das, was sind da für Fragen, die da gestellt werden. Man kriegt auch da einen Eindruck, was da los ist. Und eben auch Freunde, Bekannte, meine in der Joomla-Facebook-Gruppe nachfragen und so weiter, hilft manchmal auch. Wie gesagt, bei einer ganz unbekannten Extension, die ganz eine Speziallösung sozusagen hat, ist natürlich schwieriger, jemanden zu finden, der damit Erfahrung hat, aber Fragen kostet ja nichts. Gut, dann kann man eben auch in die Installationspakete schauen. Da gibt es eine tolle neue Joomla-Funktion, nämlich das Installieren über diese Web-Dingsbums-Geschichte da, dieser Web-Installer, den ich eigentlich nie benutze. Erstens ist er manchmal ein bisschen fehlerhaft und zweitens will ich wissen, was bei mir installiert wird. Deswegen lade ich mir das eigentlich in der Regel runter und gucke es mir an. So, das bin ich vielleicht ein bisschen paranoid, aber ich mache es einfach so.
Dieser Web-Installer installiert das Paket direkt auf Mausklick, ohne dass man jemals eine ZIP-Datei davon in die Hand bekommt. Ist eine bequeme, feine Sache, aber wenn man tatsächlich sich das angucken möchte, muss man das Installationspaket runterladen und einfach mal aufmachen und mal gucken. So, auch ohne Programmierer zu sein, kann man schon bestimmte Sachen erkennen. Jede Joomla-Extension hat eine bestimmte Struktur. Ein Modul hat eine bestimmte Struktur, eine Komponente hat eine Struktur. Plugins sind ein bisschen da außen vor, aber grundsätzlich haben sie auch ihre kleine Struktur. Komponenten haben sicherlich die größten Vorschriften oder die meisten Vorschriften und die meisten Verzeichnisse, die es auch gibt. Man nennt das, in Joomla ist das die MVC, Model View Controller, Komponentenstruktur, wo quasi Daten, also die Daten, die Anzeige und die Programmsteuerung quasi voneinander getrennt sind. Das spiegelt sich ein bisschen oder spiegelt sich eben auch in der Verzeichnisstruktur wieder. Hier im Screenshot ist jetzt ganz einfach von einem Modul das mal genommen. Da sind so ein paar Dinge, die einfach da sein sollten, um wirklich alle Joomla-Funktionen auch zu nutzen, weil Joomla bietet von Haus aus die Möglichkeit, Ausgaben von Extensions zu overriden, falls man das schon mal gehört hat oder falls es mal über den Weg läuft, die sogenannten Joomla Template Overrides, damit kann man die Ausgaben überschreiben. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Komponente oder das Modul darauf vorbereitet ist und auch diese Standard-Joomla-Funktion nutzt, nämlich ein Template-Verzeichnis zu haben, in dem ich eine bestimmte Benennung habe und in dem ich eine bestimmte Ausgabe habe, wo ich meine Daten reingebe. Nur dann kann ich in meinem Template sagen, okay, die Standardausgabe von der Extension gefällt mir nicht, ich ändere mir das nach meinen Bedürfnissen ab. Sonst ist man gezwungen, die Extension zu hacken, sozusagen, also zu verändern, was einer der größten Fehler ist, weil über kurz oder lang rächt sich das, weil man nicht mehr updatefähig ist. Das heißt, im halben Jahr kommt ein Update von der Extension raus, und man sagt, oh, kann ich ja nicht machen, weil dann verliere ich ja meine ganzen Änderungen, mache ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe oder was weiß ich was, und dann wird es nie gemacht. Das sind eben so die typischen Dinge, die da immer wieder passieren, und gerade bei großen Komponenten ist das verhängnisvoll. Also bei Virtuomat war das früher immer ein großes Problem. Bei Virtuomat wurde natürlich sehr stark oft angepasst auf die Anforderungen der Shop-Betreiber, und dann war es einfach so, man war mit Virtuomat nach 3 Wochen Betrieb nicht mehr updatefähig. So, und das ist ein Problem bei der Einrichtung, und deswegen, wenn sich die Extensions an die Standard-Joomla-Struktur halten, kann man diese Probleme in aller Regel umgehen. Ja, bei Komponenten, gut, das haben heutzutage alle, aber es war lange Zeit auch so ein Problem, eine Router-PHP zum Beispiel, also wenn man so ein bisschen die Dateien, die in dem Paket sind, sich anguckt, ist ein Beispiel zum Beispiel, dass das wahrscheinlich die Joomla SEO-Funktion nutzen kann für die suchmaschinenfreundlichen URLs. Wie gesagt, man kann über die Struktur, wenn man nebenbei die Joomla-Dokumentation mal aufmacht, wie soll eine Komponente aussehen, kann man eine ganze Menge erkennen, ohne dass man tatsächlich in den Programmcode reingeht. Aber das ist natürlich dann das Mitentscheidende. Das ist natürlich der komplexeste Punkt, weil um den Programmcode zu verstehen, muss ich natürlich erstmal PHP können, ich muss es ungefähr wissen, was das Joomla Framework macht, ich muss wissen, wie arbeitet PHP, CSS, HTML, JavaScript und so weiter zusammen, um überhaupt beurteilen zu können, ja, ist das okay oder ist das nicht. Und dann hat natürlich jeder Entwickler auch seine eigene Struktur. Man muss verstehen, was macht diese Komponente eigentlich an Daten und oder wie arbeitet sie, wie ruft sie Daten ab, wie werden die verarbeitet. Das ist relativ schwierig, aber wie gesagt, auch da unterschiedliche Anforderungen bei unterschiedlichen Websites. Wenn ich eine Website betreibe, mit der ich Geld verdienen will, wo ich möglichst viele Benutzer auf die Webseite haben will und ich eine entscheidende Extension hier habe, dann gucke ich mir das an, oder ich nehme mir jemanden, der sich das anguckt, der entscheiden kann, okay, alles klar, damit wirst du nichts falsch machen. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Joomla Framework benutzt wird. Das Joomla Framework ist, auch wenn es
es gibt zwei verschiedene Joomla-Frameworks, also das, was im CMS ist, das was wir ständig nutzen, um Erweiterungen zu programmieren, ist eigentlich sehr ausgereift. Also natürlich gibt es immer Sachen, wo man als Entwickler dran rummäkelt und sagt, warum geht das nicht und bla bla. Aber grundsätzlich ist das ein relativ ausgereiftes Framework, wo ich, wenn ich das nutze, mir viel Arbeit erleichtere, wo ich viele Sicherheitslücken ausschließe, weil Joomla sich da schon drum kümmert, einfach Sachen abzuprüfen, wenn ich diese Funktion verwende, werden Dinge abgeprüft, um die ich mich nicht mehr kümmern muss. Und wenn da eine Sicherheitslücke auftreten sollte, würde sie dann ja eben auch mit dem nächsten Joomla-Update gefixt werden. Das heißt, ich muss nicht auf den Extension-Entwickler warten, sondern das würde im nächsten Joomla-Update passieren. Das heißt, das ist einer der wichtigsten, meines Erachtens, Qualitätskriterien einer Extension, wirklich die intensive und korrekte Nutzung des Joomla-Frameworks. Und da gibt es natürlich auch Quellen, wie man sich das angucken kann, was es da alles für Funktionen gibt. Aber das ist tatsächlich dann schon Programmierarbeit, sich das anzugucken. Auch wenn man jetzt nicht alles hundertprozentig kann, wenn man ein bisschen Draht zu diesen Geschichten hat, dann sieht man im Code schon, wenn da viele J's drin sind, dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Aber wie gesagt, das wirklich zu beurteilen, ist dann schon eine Sache, wofür man programmieren können müsste. Was auch häufiger passiert, als man denkt, gut, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich es nicht mehr so oft gesehen, aber es ist, dass einfach externer Code genommen wird und eingebunden wird. Das ist irgendwie eine PHP-Datei, wo man denkt, alles klar, die macht hier irgendwelche Sachen in meiner Datenbank, ganz toll, die brauche ich einfach nur mit require einzubinden und dann wird sie aufgerufen und die verbindet sich dann womöglich mit ihrem eigenen Standard PHP MySQL-Befehlen auf die Datenbank und macht dann irgendwas. Das ist natürlich ganz übel und ganz schlecht. Das sollte man auf keinen Fall tun, weil diese Sachen funktionieren dann auch standalone, das heißt, bieten dann wieder eine komplett andere Angriffsfläche als eine Joomla-Extension. Eine Joomla-Extension lebt ja normalerweise eigentlich nur in Joomla, wenn das vernünftig programmiert ist. Diese Dinge bauen eben im Prinzip eine komplett neue Angriffsebene auf und sind dann natürlich auch in aller Regel nicht in Form des Joomla-Frameworks programmiert, sondern machen irgendwas anderes. Grundsätzlich ist es nicht unüblich, auch standardkonform externe Libraries einzubinden. Sprich, ich brauche eine PDF-Ausgabe auf meiner Website, dann ist es klar, das werde ich mir nicht selber programmieren, da werde ich eine Library wie DOM-PDF oder was auch immer, werde ich einbinden. Aber auch da gibt es einen standardkonformen Weg bei Joomla. Es gibt ein Libraries Directory, es gibt eine gewisse Art und Weise, wie die Dinge aufgerufen werden und es gibt eine gewisse Art und Weise, wie sie objektorientiert und in der Art und Weise, wie Joomla das gerne hätte, eingebunden werden. So, und das, dann ist es auch nichts Schlechtes. Dann erweitert man Joomla, man nimmt sich Funktionalität, die es einfach schon gibt, man erfindet das Rad nicht neu und verwendet das. Das ist eben ist dann der richtige Weg. Aber es gibt eben, wie gesagt, leider auch immer wieder, gerade von PHP-Programmierern, die eigentlich mit Joomla nichts am Hut haben, aber jemanden kennen, der jemanden kennt, wo sie mal eben was für programmieren, die dann eben einfach so irgendwie eine PHP-Datei mit in das Joomla einbinden. Und das, wie gesagt, ist eigentlich so mit das Übelste. Ja, was tun? Wie gesagt, in vielen Fällen reicht dieser externe Blick, dieser allgemeine Blick auf Bewertungen, auf Strukturen. Wie gesagt, umso wichtiger eine Extension für die Seite wird, umso zentraler die für meine Anforderungen ist, würde ich tatsächlich darauf hinwirken, dass man sich die genauer anguckt. Also ohne jetzt irgendwie da großartig Werbung zu machen, aber wenn ich Seiten betreue, dann gucke ich mir jede Extension an, die da installiert wird, weil das weil ich einfach zu oft auf die Schnauze gefallen bin mit Sachen, die da in die Hose gehen. Das, was man während der Recherche gefunden hat, sollte man sich sicherheitshalber mal aufbewahren, weil die zweite Wahl von der Funktionalität ist manchmal die bessere Wahl von der Sicherheit oder von der Einsetzbarkeit
Und man kann dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Workaround damit leben, dass er vielleicht, dass diese Extension dann vielleicht nicht unbedingt alle der gewünschten Funktionen hat. Dass man da sozusagen nicht nochmal von vorne wieder anfangen muss. Wie gesagt, viel testen, viel ausprobieren ist in einer Testumgebung ist natürlich da der Königsweg. Wenn es denn schief geht, wenn man dann tatsächlich mal in die Tonne gegriffen hat mit seiner Extension und doch plötzlich die Seite in die Knie geht, sollte man einen Plan haben. Das ist, wie gesagt, da gibt es keine allgemeingültige Aussage oder keine allgemeingültige Empfehlung, auch wieder abhängig davon, was es ist. Ein Modul unpublische ich einfach und dann, okay, dann ist mein Veranstaltungshinweis eben mal 3 Tage offline oder wird nicht angezeigt. Halb so wild, beim Shop ist es dann wieder was anderes. Da, wenn ich hinterher feststelle, dass mein Shop nicht das macht, was ich will, dann habe ich teilweise monatelange Phase, um das wieder gerade zu biegen. Wie gesagt, auch da muss man ein bisschen gucken, auch man lernt relativ viel auch aus den Bewertungen und aus Aussagen anderer, auch von ähnlichen Extensions, was so passieren kann. Und dann kann man sich mal Vorgedanken machen, ja, was mache ich eigentlich, wenn das bei mir passieren sollte. Das ist also für den Fall der Fälle eine gute oder wichtige Vorbereitung. Ja, das waren jetzt im Groben und Ganzen sehr allgemeine Punkte, wie man sich Dinge, wie man Extensions überprüfen kann. Die ganze Geschichte Programmierung ist Programmcode ist natürlich ein sehr weites Feld. Also da kann man gehen von bis. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Wie gesagt, was ich immer wichtigerweise gucken würde, wären die ganzen Datenbankanbindungen, wie sehen die Queries aus, wie werden die Daten abgefragt, sind das intelligente Queries, die da abgefragt werden, also rufe ich nur das von der Datenbank ab, was ich wirklich brauche, oder ist da tatsächlich immer wieder ein Select-Sternchen von irgendwas, wo ich erstmal alles nehme, was ich kriegen kann und dann mal gucke, was ich damit machen kann, das ist eigentlich nicht gut. Also wie gesagt, das ist einer der wichtigen Punkte, die Datenbank abfragen, ob die sauber sind. Dann natürlich solche Geschichten, das kann man schlecht finden, aber so Dinge wie gehe ich oder wie geht das Programm mit Eingaben vom Benutzer um? So, worst case ist, dass da einfach steht $get oder ID gleich $get ID. Das ist so der worst case, weil das heißt, ich nehme es einfach vom Browser so, wie es kommt, ohne dass irgendwas überprüft wird. Weil das, wenn ich eine ID einfach so ungeprüft übernehme in mein Query, ist das natürlich eine Sicherheitslücke. Da kann wer weiß, was drin stehen. Und das wird auch beliebt, es ist auch eine beliebte Sicherheitslücke, die dann gerne ausgenutzt wird. Also jede Eingabe vom Benutzer ist, also man sagt so, all input is evil, also jeder Input, alles von was von außen kommt, ist böse. Diese Sachen werden von Joomla relativ gut überprüft, das heißt, es gibt Joomla-Funktionen dafür und ich muss eben immer wieder sicherstellen, habe ich den Datentyp, den ich erwarte, also wenn ich eine ID ist, üblicherweise eine Zahl, also ein Integer, stelle ich auch sicher, dass es bei mir im Code ein Integer ist. Das sind so Sachen, die sind schwer zu finden, aber das sind somit die wichtigsten Angriffspunkte. Dann auch, wie werden JavaScripte eingebunden, wie werden externe Libraries, hatte ich gesagt, eingebunden. Das sind alles Punkte, die man durchgehen kann, und je erfahrener man ist mit Joomla-Programmierung und man sich Code anguckt, desto auffälliger oder desto eher springen einem solche Sachen natürlich ins Auge, wo man sagt, Alter, das kannst du doch nicht machen. So, ne? Und das sind eben die Punkte, die man sich angucken sollte und die man beachten muss. Ansonsten kann man sagen, natürlich eine Extension wie Akiba oder JCE wird von Tausenden benutzt, aber gut, eine der bekanntesten Sicherheitslücken in den letzten 2-3 Jahren von Joomla war ja dieser JCE-Exploit. Von daher wichtig, Joomla-Update-Funktionen, wenn ich in die Administration reingehe, sollte man auch von Zeit zu Zeit mal machen.
Also ich kenne auch Leute, die 2 Jahre nicht mehr in ihrer Administration waren. Aber da wird einem dann gesagt, hallo, hier sind Updates verfügbar und dann installieren. Aber wie gesagt, Millionen Fliegen können sich nicht irren. Oftmals ist das eben für die meisten schon eins der Hauptkriterien. Was weiß ich, Akiba Backup installiere ich mir, JCE installiere ich mir, so die Sachen, die jeder erstmal hat. Aber auch da kann es eben passieren. So, das ist eigentlich nur die Information dazu. Ja, sonst Fragen dazu? Es sind ja schon das eine oder andere zwischen. Wie gesagt, es sind relativ weite Felder, ja? Also die Frage war, ich wiederhole das mal, was sonst nicht hier auf dem Video nachher ist, ob man bei Benutzereingaben einer Formularkomponente wie Breezing Form oder welches noch als RS Form, also jetzt nicht um eine nur zu nennen, ob man denen grundsätzlich vertrauen kann. Also das ist so wie Microsoft bringt das neue Windows raus und sagt, das ist das sicherste und tollste und schnellste und was weiß ich was Windows aller Zeiten und trotzdem gibt Sicherheitslücken. Also jede Software hat Fehler und auch eine Software, die jetzt spezialisiert darauf ist, eben Formulare auszuwerten und zu verarbeiten, kann natürlich irgendwo unter irgendwelchen Konstellationen irgendwas nicht beachtet haben. Also ich würde nie dahin gehen und zu sagen, damit wird man keine Probleme haben. Aber natürlich würde ich davon ausgehen, bei einer Formularkomponente, die auch wie Breezing Form oder wie andere relativ lange existieren, dass die wissen, was sie tun, wenn das deren Hauptzweck ist und da auch schon der größte Teil der Fehler über die Zeit eben ausgemerzt wurde. Aber natürlich, jedes neue Feature einer Komponente kann natürlich auch wieder zu neuen Problemen führen. So, aber ich denke mal schon, dass man da relativ sicher ist. Und der große Vorteil von weit verbreiteten Extensions ist natürlich, Fehler treten oder werden schneller irgendwo auffallen. Und wenn dann der Entwickler gut ist und schnell einen Fix dafür entwickelt, ist das Problem ja auch nicht ganz so entscheidend. Aber auf der anderen Seite natürlich wie bei JCE, wenn es viele verwenden, ist es natürlich auch ein umso beliebteres Angriffsziel. Also nur kurz fürs Video, es sind noch ein paar Informationen zum Breezing Forms gekommen. Ja, wir haben noch 3 Minuten oder 2,5 Minuten, also noch für 2 Fragen oder so. Ja? Auf den guten Joomla Days. Die Frage war, wo man die Experten findet. Nein, also es gibt natürlich. Auch das ist ein Problem, nicht nur bei den Extensions von Joomla, auch von den Anbietern. Also es gibt hunderte von Agenturen, die irgendwie sagen, ja, wir machen Joomla. So, das sind oft, also ich will denen nicht zu nahe treten, aber es sind eben auch leider relativ viele dabei, die auch nicht viel mehr machen als der normale Anwender, sprich das Ding installieren, 2, 3 Extensions drauf, bisschen ein Standard-Template irgendwo anpassen und dann ist es das. Die bei dem ersten Problem, was auftritt, dann auch die Segel streichen. Aber ja, also das ist fast noch schwieriger als eine Extension zu finden, weil man dann ja wirklich, ja, also ich würd tatsächlich ins Forum gehen, da mal irgendwie so ein Problem ansprechen oder ich muss das und das lösen und gibt es welche. Da trifft man häufig dann auch tatsächlich die hilfsbereiten Leute, die vielleicht eben auch sagen, nee, nimm lieber was anderes oder guck mal da und da nach, ohne dass man jetzt wirklich den Experten bezahlen muss. Aber wie gesagt, ein Forum ist sicherlich immer eine gute Anlaufstelle.
Also Joomla.de, das Joomla.de Forum zum Beispiel oder das offizielle Joomla.org Forum, da gibt es auch einen deutschsprachigen oder im internationalen Bereich. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, was das für eine Extension ist. Oftmals wird man im deutschsprachigen Bereich gar nichts, weil das eine Extension ist, die im deutschsprachigen Bereich gar nicht so verbreitet ist. Da muss man dann eben gucken. Ne? Also, aber ansonsten, wie gesagt, es gibt JUX, also die Joomla User Groups in ganz Deutschland, wo man auch hingehen kann, wo man auch oft Leute findet, die sich gut auskennen und da mal seine Frage stellen. Und da kriegt man dann auch womöglich eine Empfehlung für jemanden, der einem dann tatsächlich weiterhelfen kann. Weil so ein bisschen kennen wir uns in Deutschland auch so untereinander. Das heißt, wenn die Frage kommt, ja, Formulargeneratoren oder sowas, dann denke ich, aha, der kennt sich damit ganz gut aus, frag den doch mal so. Ne? Und von daher, die JUX oder Foren sind da eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle. Noch eine Frage? Eine können wir, glaube ich, noch, ja? Ja, also die Frage war, ob ich im Voraus feststellen kann, ob eine Extension die Joomla-Update-Funktion nimmt. Ne? Habe ich richtig verstanden? Das sieht man in der XML-Datei, im Installations-Package sozusagen. Da muss ein Update-Server benannt sein. Das ist eigentlich die einfachste Art und Weise, das rauszufinden. Und dieser Update-Server wird dann bei Joomla registriert oder wird dann von Joomla abgefragt und liefert dann eine, gut, das ist jetzt technischer Kram, der liefert dann eine XML-Datei zurück und dann weiß Joomla eben, ob da ein Update ist. Aber ansonsten, wie gesagt, in der Testumgebung zu installieren und dann sieht man es ja auch, ob die in der Update-Routine sozusagen enthalten ist. Fertig? Ja, okay. Alles klar, dann